Die Präzisionssonnenuhr Chronos ist ein ideales Instrument, um aus dem täglichen Sonnenlauf die genaue Zeit zu bestimmen. Als äquatoriale Sonnenuhr ist die Chronos ein Modell der Erde. Ihr Äquatorring steht parallel zum Erdäquator und ihr Schattenwerfer parallel zur Erdachse. Der höchste Punkt auf der Erde ist der Standort der Sonnenuhr. Der örtliche Meridian ist ein Großkreis, der Nord- und Südpol verbindet und durch den Zenit des Standorts geht. Die Sonne passiert gerade den Meridian. Es ist wahrer Mittag. Vom Standort aus gesehen erreicht die Sonne ihren täglichen Höchststand genau im Süden. Dreht sich nun die Erde, dreht sich die Sonnenuhr immer mit. Von der Erde aus beobachtet, wandert die Sonne scheinbar um die Erde und um den erdachsparallelen Schattenwerfer der Sonnenuhr. Da ist es ganz gleich, ob die Sonnenuhr im Erdmittelpunkt oder nun auf der Erdoberfläche steht, denn die Entfernung zur Sonne ist im Vergleich zum Erdradius riesig groß. Daher gibt die Sonnenuhr den Sonnenlauf immer exakt wieder und dies unabhängig vom jahreszeitlichen Sonnenstand. Sommer wie Winter zeigt sie die wahre Ortszeit, die WOZ, an. Zum Meridiandurchgang ist es 12 Uhr WOZ, also wahrer Mittag. Die Sonnenuhr steht in Görlitz am 15. Längengrad östlich von Greenwich. Dies ist der Zeitzonenmeridian der mitteleuropäischen Zeit, der MEZ. Nun könnte man erwarten, dass die Sonnenuhr zum wahren Mittag auch immer 12 Uhr MEZ anzeigt. Doch bereits zum Winteranfang geht die MEZ 2 Minuten nach. Betrachtet man ein Jahr lang den Meridiandurchgang der Sonne, stellt man fest, dass die MEZ mal vor und mal nachgeht. Offensichtlich ist die wahre Ortszeit keine gleichmäßige Zeit. Infolge der elliptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne und die dazu schräg gestellte Erdachse vergeht sie mal schneller und mal langsamer, also ungeeignet für gleichmäßig tickende Räderuhren. Nachdem genaue Räderuhren die Sonnenuhren als offizielle Zeitmesser ablösten, führte man daher eine gemittelte Ortszeit ein. Ihre tägliche Differenz zur wahren Ortszeit ist die sogenannte Zeitgleichung. Der Jahresverlauf wird Zeitgleichungskurve genannt. Diese auch als Analemma bekannte Kurve machen wir uns nun zunutze, mit der Sonnenuhr die Zeit der Räderuhren anzuzeigen. Wir nehmen zuerst den Ast der aufsteigenden Sonne für Winter und Frühling, schieben ihn zu positiven Werten und lassen die Kurve um die Mittelachse rotieren. Daraus entsteht ein Drehkörper, den wir Winter-Frühlingswalze nennen. Wir bauen die Walze in unsere Chronos ein. Wieder täglich um 12 Uhr wahre Ortszeit bestimmen wir die Zeit. Am 11. Februar geht die mittlere Ortszeit in Görlitz, also die MEZ, maximal vor. Um ganze 14 Minuten wird der Schatten durch die Walzengeometrie verschoben. Auf diese Weise lesen wir auf der Chronos 12.14 Uhr mitteleuropäische Zeit am voreilenden Schatten exakt ab. Am 15. April ist die Zeitgleichung gleich Null. An diesem Tag und 3 weiteren Tagen im Jahr entspricht die mittlere Ortszeit der wahren Ortszeit. Es ist also um 12 Uhr WOZ, auch 12 Uhr MEZ. Die Sonne klettert weiter und erreicht am 21. Juni, dem längsten Tag im Jahr, die Sommersonnenwende. Die Winterfrühlingswalze wird gegen die Sommerherbstwalze ausgetauscht. Ab jetzt nimmt die Höhe der Sonnenbahn täglich ab und wir erreichen am 3. November den Tag im Jahr, an dem die MEZ maximal nachgeht. Zum wahren Mittag ist es erst 11.43 Uhr MEZ. Zur Wintersonnenwende wechseln wir die Walzen und die Sonne bewegt sich wieder aufwärts. Am 15. April ist es erneut 12 Uhr MEZ zum wahren Mittag in Görlitz. Allerdings wird die Chronos nur selten genau auf dem Zeitzonenmeridian der MEZ stehen. Die Chronos kann natürlich an jedem anderen Ort der Welt aufgestellt werden. Zum Beispiel in Halver in Westfalen. Dieser Ort liegt auf halbem Weg zum Nullmeridian in Greenwich, den die Sonne 1 Stunde später erreichen wird. Daher zeigt die Chronos in Halver zum Mittag in Görlitz erst 11.30 Uhr MEZ an. Wir verwenden jetzt ein speziell für Halver berechnetes Ziffernblatt, das die halbstündige Verschiebung berücksichtigt. Sofort zeigt die Chronos auch in Halver die mitteleuropäische Zeit an.
Oder wir nehmen gleich das MESZ-Zifferblatt für die mitteleuropäische Sommerzeit. Bei unserer Reise nach Westen haben wir den Breitengrad von Görlitz nicht verlassen. Nun behalten wir den Längengrad bei und verschieben die Sonnenuhr diesmal nach Süden. In Bern, in der Schweiz angekommen, stellen wir den Breitengrad von Bern ein und schon zeigt die Kronos auch in Bern die mitteleuropäische Zeit den ganzen Tag präzise an. Jetzt ist es gerade 14.16 Uhr, MESZ. Angetrieben vom kosmischen Uhrwerk aus Erde und Sonne lässt uns die Kronos den Ursprung der Zeit erleben.